Was geht und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, sorry, bin gerade ein bisschen verschnupft. Und ja, heute zeige ich euch, wie ihr ganz kostenlos eure Musik schneiden könnt. Und zwar mit dem Programm MP3 Direct Cut. Das habe ich jetzt hier schon auf meinem Desktop heruntergeladen. Das könnt ihr über Chip runterladen, aber auch durch andere Seiten. Ich verlinke euch mal den Link, wo ihr es downloaden könnt. Und zwar nicht den Chip-Link, sondern einen anderen. Denn mit Chip hat man meistens so ein bisschen Probleme. Genau. Ja, wenn ihr dann irgendein Lied habt zum Beispiel, ich habe jetzt hier für meine Launchpad-Covers, davon werden ja auch noch Videos kommen, wo ich Covers mache. Noch ist mein Launchpad halt noch nicht gekommen, aber ich habe mir schon mal ein paar Lieder gemacht. Zum Beispiel, das habe ich jetzt gerade eben schon geschnitten, das hört sich so an. Falls sich jetzt jemand fragt, woher das Lied kommt, das kommt von diesem Lied hier, Electro Professional House Performance von Soundtech. Link zu dem ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich nehme jetzt einfach mal, Ich nehme einfach mal das hier. Das ist ein Remix oder halt ein Lied von, also der heißt einfach Track 13. Ist jetzt nicht von mir, sondern von irgendeinem anderen DJ. Das Lied ist schon relativ cool. Und ja, genau. Ich mache das hier mal wieder alles zu. So. Dann als erstes öffnet ihr natürlich MP3 Direct Cut und dann habt ihr hier so ein kleines Fenster per Drag and Drop oder über Datei oder hier über Öffnen oder per Drag and Drop könnt ihr das Lied dann reinziehen. Also wenn ihr es per Drag and Drop macht, jetzt einfach hier, ich mache Meldung nicht mehr anzeigen und einfach OK drücken. Ändert sich nichts, ist genau gleich wie wenn ihr einfach öffnen drückt und geht halt schneller. Dann wenn ihr drin seid, könnt ihr hier unten das abspielen. Das mache ich jetzt mal kurz und dann cut jetzt einfach irgendwo mal. So, ich cut jetzt einfach mal ab hier. Das, wenn ihr dann hier diese gelbe Linie habt, macht ihr einfach mal also Linksklick gedrückt halten. Wenn ihr es irgendwie so ab 1 Minute 10 oder so haben wollt, könnt ihr auch hier unten das so verschieben. Hier bei jetzt seht ihr immer, wie viele Minuten, Sekunden und Millisekunden ihr habt und wie viel Prozent des Leads schon vorbei sind. So, ich gehe jetzt einfach mal auf 1 Minute 10. Das ist hier, ne? Hier ist jetzt 1 Minute 10 und dann seht ihr hier diese. Ah ne, ich gehe hier hin. Genau, dahin, weil da auch da gerade wieder der Beat anfängt. Und ihr seht ja jetzt, hier ist ja dieser gelbe gestrichelte Linie. Und ab dieser gelben gestrichelten Linie, wenn ihr alles davor cutten wollt, macht ihr einfach Linksklick gedrückt halten und zieht das dann in die richtige Richtung. Mit dem Mausrädchen könnt ihr dann auch noch so zur Seite gehen und das weiter markieren und dann hier oben auf Ausschneiden. Oder mit STRGX geht's auch, das hört sich dann so an. Damn. Genau, und wenn ich jetzt hier alles dahinter schneiden möchte, kann ich jetzt einfach hier Linksklick gedrückt halten und nach hinten weiterziehen. Und ja, so mit dem Mausrädchen könnt ihr wieder mit in die Richtung gehen. In die richtige Richtung, in die ihr wollt. So, jetzt sind wir hier ganz hin angekommen, gehen hier oben wieder auf Ausschneiden und jetzt haben wir diese kleine Sache. Ich höre es mir jetzt mal kurz von vorne an. Damn. Genau, dann habt ihr jetzt hier diesen 5-Sekunden-Skript, sage ich jetzt mal. Und dann könnt ihr hier oben, um es zu speichern, hier auf diesen Kassette gehen, neben öffnen. Unter Desktop, dann kann ich dem noch einen Namen geben. Ich mache jetzt einfach mal Tutorial. So, und dann speichern ihr das unter dem Desktop und jetzt habt ihr hier die Audiodatei Tutorial. So, hier, dann könnt ihr Doppelklick drauf. Damn. Genau, so geht das halt. Ich brauche selber, jetzt momentan brauche ich das nicht. Diesen, Musik
muss ich sagen, kleines Musikstückchen, diesen eine Szene aus dem Lied brauche ich nicht, denn ich werde es mir dann irgendwann mal anders irgendwie hinbekommen, sicherlich. Also wenn, dann werde ich es mir sowieso anders cutten, weil das hat jetzt halt einfach gar keinen Sinn gemacht. Und ja, so könnt ihr halt mit MP3 Direct Cut cutten und ja, das könnt ihr auch noch mit jedem anderen Lied machen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder ein Like da und ciao.